nach wie vor gilt. Abstand halten, Maske tragen, Sie wissen Bescheid. Dieser Lieferant hält es damit aber nicht so genau und kommt ohne Mundschutz und Co. angetanzt. Eigentlich freut sich Michelle auf ihre Pizza. Aber so nehme ich sie nicht an. Darf ich ihr wohl verweigern? Darf sie? Raten Sie mit. Stimmt Antwort 1? Ja, sie darf die Annahme verweigern. Oder ist Antwort 2 richtig? Nein, Essenslieferanten haben keine Maskenpflicht. Wir haben den Weltmarktführer im Pizzaliefern kontaktiert und man hat uns diesem Herrn anvertraut, Markus Papendorf. Wir begleiten den Lieferprofi und löchern ihn mit unseren Fragen. In seinem Job macht ihm keiner was vor, das mit der Kamera hingegen ist neu für ihn. So, Konzentration, Antwort 1 oder 2, Markus? Antwort 2 ist richtig. Lieferanten sind nicht verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen. Aber aus Sicherheitsgründen für den Kunden und für unsere Mitarbeiter tragen wir dennoch einen Mundschutz. Geht doch. In Sachen Mundschutz gilt für Lieferanten alles auf freiwilliger Basis. Auch bei Paketzustellern und Lebensmittelbringdiensten, denn ihr Wohnungseingang ist kein Ort, an dem übermäßig viele Fremde aufeinandertreffen, wie im öffentlichen Nahverkehr oder in Supermärkten. Fest steht, im Augenblick erlebt die Bestellbranche ein Hoch. Im April und Mai diesen Jahres konnte das größte Bestellportal Deutschlands ein Wachstum von 48% im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Logisch, die Restaurants mussten ja schließen. Erstaunlich ist aber, dass auch der durchschnittliche Bestellwert gestiegen ist, um satte 10%. Der Grund, zurzeit wird pro Haushalt für mehr Personen bestellt als im Normalfall. Weiter geht's. Michelle und Kumpel Jürgen wollen sich was gönnen, und zwar Fastfood im Freien. Ja, hi, wir sind im Wald am Stadtrand und würden gern bestellen, und zwar ein Burger, zwei Pizzen. Außer Haus Essen ordern. Dieser Lieferant lässt sich darauf ein. Aber mal grundsätzlich, darf man auch ohne konkrete Adresse bestellen? Was glauben Sie? Antwort 1, nein, eine konkrete Adresse ist ein Muss. Oder aber Antwort 2, doch, es geht auch ohne. Antwort 1 ist richtig in dem Fall. Heißt, mitten in die Wildnis eine Pizza bestellen ist nicht möglich. Es gibt aber ein Schlupfloch, nämlich die Kulanz unserer Lieferdienste. Experte Markus verrät, wie es geht. In der Regel reicht es eigentlich, dass wir bei einem Park oder so irgendwie das nächstgelegene Gebäude haben, dass wir zumindest eine Lieferadresse haben. Sobald wir Lieferadresse und Telefonnummer haben, können wir hinfahren und den Kunden anrufen, dass er dann zum Abholen rüberkommt. Zurück daheim und schon wieder Hunger. Was gibt's denn als nächstes? Na, lecker Sushi! Lecker, zumindest in der Broschüre. Aber das, was ankommt, nicht so ganz. Klebrige Brocken, schlampig gewickelt, das ist ja Etikettenschwindel. Also da wird jetzt reklamiert. Dürfen Sie? Was glauben Sie? Antwort 1, ja, eine Reklamation ist möglich. Oder stimmt Antwort 2? Nein, die Abbildungen in der Broschüre müssen nicht den Speisen entsprechen. Mit Sushi hat unser Pizzalieferant Markus eigentlich nichts am Hut. Aber da für alle Lieferdienste die gleichen Regeln gelten, weiß er auch hier, was Sache ist. Antwort 1 ist richtig. Wenn das Essen nicht so ausschaut wie bei uns im Prospekt, dann ist es rechtlich gesehen eine Kundentäuschung. Es sei denn, da steht was im Kleingedruckten. Oft sind nämlich Begriffe wie nicht verbindlich oder Veranschaulichung vermerkt. Und noch was. Also wenn bei unseren Bildern irgendwie ein Getränk dabei ist und ein Dessert oder ein Salat, dann sind es immer Menüvorschläge, wo wir zusammenstellen können. Der Kunde kann jetzt nicht erwarten, dass er eine Pizza bestellt und dazu kostenlos Cola oder Salat bekommt. Es ist aber nicht genau geregelt, wie identisch ein Gericht sein muss. Viele Lieferservices bemühen sich dennoch um einheitliche Optik. Wir haben bei unseren Pizzen haben wir Grammaturen, also wir haben eine Waage und so belegen wir es auch immer. Klar, es gibt wieder Sonderwünsche wie Doppelkäse, Doppelsalami, wie auch immer. Da haben wir dann ein bisschen Spielraum, aber trotzdem wird alles strikt nach Waage gemacht. Wieder Kohldampf. Jürgen hat ein Menü geordert. Lecker Pizza gibt's. Jopp, und eine kühle Cola noch dazu. Mega! Und da kommt sie auch schon. Was Jürgen allerdings nicht weiß, was seine Cola bereits durchgemacht hat.
Der Lieferant musste einige Hindernisse bewältigen. Das kohlensäurehaltige Getränk wurde dabei mächtig durchgeschüttelt. Und was dann beim Öffnen passiert, kennen Sie bestimmt. Alles voll pappsüßer Limo. Da braucht's eine Reinigung. Die übernimmt aber jetzt schon der Lieferdienst, oder? Tut er? Welche Antwort stimmt hier? Ist es Antwort 1? Ja, hier muss der Lieferservice haften. Oder ist Antwort 2 richtig? Nix da, die Reinigung geht auf den Kunden. Wir fragen unseren Lieferexperten Markus. Prost. Selbst schon mal eine Cola-Fontäne verursacht? Nee, hatte ich echt noch nicht. Und welche Antwort stimmt? Antwort 1 ist richtig. Der Lieferdienst muss in diesem Fall die Kosten der Reinigung übernehmen. Ausnahme? Der Lieferbote weist darauf hin, dass es gleich zischen könnte. Eine Faustregel in Sachen Schadensersatz gibt es nicht. Tipp: Klären Sie die Angelegenheit direkt und unkompliziert. Reden hilft. Gerade angesagt, die kontaktlose Übergabe. Praktisch, es sei denn, sie wird gemobst wie hier. Skandal. Da bekomme ich ja wohl eine neue. Ist das so? Bekommt sie wirklich Nachschub, wenn die Lieferung vor der Türmatte stibitzt wird? Was glauben Sie? Stimmt Antwort 1? Ja, natürlich bekommt sie eine neue. Oder Antwort 2? Nö. Wird das Essen bei der kontaktlosen Lieferung geklaut, ist das Pech für den Kunden. Experte Markus, auflösen bitte. Also in dem Fall ist Antwort 2 richtig. Sobald kontaktlose Lieferung dort steht, ist der Kunde verpflichtet, einfach, wenn wir klingeln, nachzuschauen, ob die Pizza auch da ist. Auch für die kontaktlose Zustellung gilt, es sollte immer jemand da sein, der die Lieferung umgehend entgegennimmt, zum Beispiel der Mitbewohner. Und das gilt nicht nur für Speisen, sondern für alles, was geliefert wird, wie Pakete, Päckchen und Co. In den AGBs aller großen Zulieferer ist die Variante Päckchen einfach abstellen nicht vorgesehen. Eine kleine Notiz für den Lieferboten ist hier der Königsweg. Schlafenszeit? Nicht ganz. Jürgen hat zu wenig gegessen und der Heißhunger lässt ihn nicht los. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Wenn der Hunger einmal da ist, naja, Sie kennen es bestimmt auch. Sei es drum, Smartphone gezückt und fix geordert. Du weißt schon, dass gleich Ladenschluss ist. Noch 2,5 Minuten? Da darf ich ja wohl noch bestellen. Darf er? Antwort 1, nein. So kurz vor Schluss geht nichts mehr. Antwort 2, doch, der Kunde darf bis zum letzten Moment bestellen. Was sagt unser Mann vom Fach, Markus, dazu? In dem Fall stimmt Antwort 2. Sie können bis zur letzten Minute bei uns bestellen. Wenn es bei uns in der App 1 Minute vor 11 bestellt wird, kommt die auch 1 Minute vor 11 bei uns rein und sie wird auch geliefert. Aber manche Lieferdienste weisen zusätzlich zu den Öffnungszeiten auf eine letzte Bestellannahme hin. Dann gilt diese Zeit. Klar ist, auch unsere Lieferjungs wollen irgendwann mal Feierabend machen. Bestellungen kurz vor Ladenschluss sind aber einkalkuliert. Tipp: Im Zweifelsfall direkt in der Filiale anrufen. Dann sind sie auf der sicheren Seite. Fazit: Essenslieferanten haben aktuell keine Maskenpflicht. Sieht's mal nicht so lecker aus wie im Prospekt, ist eine Reklamation möglich. Werden Speisen vor der Haustüre stibitzt, gibt es keine Entschädigung. An öffentliche Plätze bestellen ist unter Umständen möglich. Und ja, Sie dürfen's bis zur letzten Minute tun. Was auch immer Sie sich bringen lassen, lassen Sie es sich schmecken.